Willkommen zu Plants vs. Zombies, Garden Warfare. Wir spielen heute alle Wissenschaftler. Wir sind gerade noch am Rundenanfang, wie ihr seht. Runde beginnt erst in 6 Sekunden. Ja. Schnauze, ich bin am Leben. Treten wir mal ein paar Pflanzen an. Wir werden Pflanzensaft auf den Straßen vergießen. Denn wie man weiß, der Wissenschaftler ist schon und kann schon recht nice sein. Ich habe ihn noch nicht gespielt, deswegen schauen, wie ich damit bin. Was war das? Okay. Irgendwie merkwürdig. Setz doch mal die Heilstation hier hin. Meine Güte. Oh, da hat mich der Bambus geholt. Ne, doch, noch der Plasma-Ding. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht so berauscht mit den Wissenschaftlern, aber was soll's. Auf geht's zum Meeresbiologen. Ich glaube, der Meeresbiologe ist auch mein Lieblings. Das ist unverwundbar. Jawohl, haben den weggeholt. Und wir brennen. Ah, scheiße. Oh man, heute sollte ich echt nicht spielen. Ich habe ja schon gerade den bei den Kakteen verkackt. Jetzt verkacke ich schon wieder. Dr. Giftig. Ja, wie seht, ich habe noch nicht viel gemacht. Scheiße. Wir wollen noch hier Kügelchen hin. So, was reißen können. Bambus vom Mann mich weggeholt. Jetzt, das war Dr. Giftig. Und ich so mein Lieblings, der Physiker, das war der mit dem Elektro, ne? Oh, was war das? Ja, EMP-Zerstörer. Und ich habe schon alle Erweiterungen da, also, ne? Geil, von hinten direkt. Wo? Wo ist der? Alter Schwede. Gibt's doch nicht. Dann wenigstens einen Wunder geholt, aber das war so. Könnt ihr vergessen, die Runde, ey. Ich bin echt nicht gut drauf und ja. Ich muss noch Wissenschaftler spielen. Alter, das ist doch kein Schaden, den ich hier mache. Ich bin verarscht. Und ich kriege wieder eine Vorlage. Gibt's doch nicht mehr. Heil mich doch mal schneller. Ist das schon so lasch dran? Oh, wir haben einen weggeholt. Unglaublich. Da freue ich mich doch. Und dann haben wir ihn wieder weggeholt. Haben die Schnapper ohne Ende. Gibt's doch nicht. Na gut. Auf zum nächsten, zum Chemiker. Chemiker ist der Wissenschaftler, den man erst freigeschaltet bekommt, wenn man Stufe 10 mit ihm erreicht. Und wie ihr seht, man hat einfach null Reichweite zum Teil. Deswegen muss man da echt in den Nahkampf gehen. Teil. Aber wenn man da mal hat, dann macht man unmenschlich viel Schaden. Was war das denn jetzt? Ist die. So, ich muss jetzt nicht mehr einnehmen. Ich verstecke mich aber jetzt hinter dem Grabstein. Und da hat uns eine Bombe weggeholt, die ich leider nicht gesehen habe. Aber wir nehmen noch einen. Gut, nächster Char. Der Archäologe. Ja, war ich froh, als ich den freigeschaltet habe. Das war einer der Chars, mit dem ich dann... auch ernsthaft. Das müssen wir den ganzen Weg laufen. Mit dem ich in der Wissenschaft unterwegs ein bisschen freigespielt habe. Ja. Gut, wir dürfen jetzt hier langlaufen die ganze Zeit. Aber wir schießen schon Mundgeld.
Sonnenblume haben wir schon mal weggeholt. Lol. So, die Sonnenblume fliegt hier irgendwie. Ach, das dort, okay. Jetzt war eine Heilstation endlich. Ich brauche dringend Heilung, das war mal hier. Einen bekommt eine 3er Abschussserie, unglaublich. Ich nicht erwartet, dass wir das noch heute hinkriegen. Wir schießen mit Geld, weil mir die Welt gehört. So, und da fangst du mal was mit Reise. Da kommt schon wieder so ein Spacken von Kakteen und killt uns. Habt ihr das eine Fahrradklinge? Wo kommt die denn plötzlich? Na gut. Nächster, Dr. Chester. Ja, bin ich mal auf den gespannt. Weil der hat auch null Reichweite, soweit ich weiß. Right. Ah, eine Vorlage bekommen, alles klar. Rufen wir doch mal hier einen Tanzzombie. Da kann ich gleich wiederbeleben. Tun das dann mal eben. Und rufen noch einen Zombie. Es leckt hier alles gerade ziemlich. Warum? Jo, oh, Bombeswumme, Bombeswumme. Böse. Wow, 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 wow. Welte Schwede, was geht hier ab? Vorlage, Dr. Ne, Dr. Chester, nein, war falsch. Da war ein Chester. Wow, wow, wow. Heilung, Heilung. Schnell. Ist nicht gut an den neuen Heilstation, die ist mega schnell, wie man hier sieht. Aber wir haben es überlebt, unglaublich. Aber war. Gehen wir in den nächsten Garten, aber jetzt sind wir mit schon in Lauf. Friss mein Käsewölchen. Jawohl. Klebriger Abschluss. Interessant, das war wahrscheinlich mit der Kugel. Hier noch mal ein Zombie. Wie ihr seht, wenn ich mich eingespielt habe, geht's ja doch. Gut, auf geht's. Wir holen uns die da oben. Wow. Nein, ich muss ich nachladen. Gibt's da nicht. Ah, schade. Sind wir weggeholt worden. Aber jetzt als wir haben gut gemacht. Hm, 12 Kölze machen. Ich glaube, wir sind so langsam im Ausgleich. Der Paläontologe, das war der Neue. Wir spielen ihn trotzdem einfach mal jetzt, weil wir es können. So, gut. Dann gehen wir doch mal hier in den Nahkampf. Und haben uns in einen krassen Gewölkensinn gefressen. Toll. Ja, habe ich super hingekriegt, ne? Ich wusste gar nicht, dass das auch geht. Dass man sich, wenn man sich da so durchwurbt, das ist... Ja, gut. Aber wir machen halt... Weiter, der Wissenschaftler wieder. Jetzt gehen wir wieder hier lang, zu die dann mal da oben ein bisschen aufmischen können. Rufen wir mal einen Zombie. Ja, nochmal einen Zombie. Einfach weil wir es können. Bitch, please. Und hier hoch. Und... Wo ist der Zombie hin? Zombie. Der. Wow, 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 da hinten ist die Kapte, ja. Den hier. Bam. Klebriger Abschluss, okay, das ist mit dem Bällchen. Der hat mich geholt, hat er 1 zu 4. Wiederbelebung durch Dr. Zombos. Nett. Schnell hier irgendwie wegkommen. Scheiße. Was war das? Nein! Der Schnapp hat mich doch noch erwischt. Das gibt's doch nicht. Hätte klappen können, na gut, dann der nächste, wieder der Meeresbiologe. Oh, unser Doktor ist auch gut, schon gut im Rennen. Jetzt dann stürmen wir mal nach vorne. Unsere super Fähigkeit hier. Stellen uns hier rein und
Oh gut. Ja, das war's. Flammenimpuls, interessant. Ich hätte mich dann ja weggeholt. Oh, jetzt war halt so. Nächster. Dr. Giftig wieder. Ich glaube, an dem Garten werden wir jetzt scheitern. So wie es aussieht. Ja, wir werden ja auch noch blockiert. Gibt's doch nicht, ja. Wird ja extrem viel. Alter, wie viel wenig Muni hat der denn? Wow, Doppelabschuss. Oh nein. So ein Scheiß. Der hat gerade jemanden gefressen, okay. Gut, nächster, der Physiker. Ja, komm, vielleicht schaffen wir es dann auch irgendwie. Wenn wir uns jetzt noch anstrengen. Ah, fick dich. Nein, ich will nicht gefressen werden. Kill ihn doch, kill ihn. Wieso lebt er noch? Das gibt's doch nicht. Wie doof sind die denn da eigentlich? Astronaut. Schnell, wo der Warp weg ist. Der Warp. Das gibt's doch nicht. Ups. Und das war's leider. Wir haben noch einen weggeholt, aber wir sind tapfer gestorben. Jetzt. Ja, das waren die Wissenschaftler alle am Stück, die bis jetzt rausgekommen sind. Ja. Am Ende 18 Kills. Ja, wir haben sie auch wirklich mal positiv gespielt. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao.